Hallo. Ja, wir stellen für euch heute den Corona-Schutzimpftermin nach und ich habe noch überhaupt gar keinen Plan, was auf mich zukommt. Und damit ihr nicht auch so aufgeschmissen seid wie ich, wenn ihr euch impfen lasst, nehme ich euch heute mal mit. Ich glaube, ich bin schon zu spät. Ich hätte eigentlich jetzt meinen Termin. Nein, nein, Sie sind richtig pünktlich. Wir möchten hier keine unnötigen Wartezeiten haben. Kommen Sie bitte nur wenige Minuten vorher zu Ihrem Impftermin. Sie werden dann pünktlich reingelassen. Einen Termin zur Schutzimpfung können Sie telefonisch unter 116 117 oder übers Internet vereinbaren. Denken Sie bitte daran, zur Prüfung einen gültigen Lichtbildausweis mitzubringen. Wir kennen ja auch nicht jeden und wollen ja schließlich die Richtigen reinlassen. Ihr legt gleich schon los, oder wie? Nee, wir schauen nur, ob Sie auch fit sind. Die Sicherheit von Ihnen und allen anderen Impflingen ist unsere größte Priorität. Deshalb wird zuerst die Temperatur von allen Personen geprüft, die das Impfzentrum betreten. Darüber hinaus bieten wir allen körperlich Beeinträchtigten die Möglichkeit, sich mit Rollstühlen durch das komplette barrierefreie Zentrum zu bewegen. Bitte nehmen Sie gerne eine Begleitperson zu Ihrem Termin mit, die Ihnen mit allem behilflich sein kann. Anmeldung 3 ist jetzt frei. Hallo, ich habe online schon alles ausgefüllt und auch ausgedruckt. Ich hoffe, das war jetzt so in Ordnung. Super, alles perfekt, alles richtig gemacht. Nach der Terminvereinbarung können Sie unter impfen-bw.de all Ihre Daten eintragen. Dann sind Sie sofort startklar. Aber natürlich können Sie auch Ihre Unterlagen mitbringen, dann geben wir alles ein. Okay, dann bräuchte noch den Impfpass. Ich hab gar keinen. Ist das schlimm? Nee, das ist nicht schlimm. Dann lassen wir einfach die Impfbescheinigung raus. Gut, okay, danke. So, das sind Ihre Unterlagen, die Sie für die weiteren Stationen brauchen. Dankeschön. Bevor Sie weiter zum Impfaufklärungsgespräch durch den Arzt gehen, können Sie in diesem Bereich noch weitere Informationen erhalten. Schauen Sie sich gerne den Informationsfilm zur Corona-Schutzimpfung an, der Ihnen weitere Details dazu näher bringt. Und wenn Sie mal nicht weiter wissen oder Fragen jeglicher Art haben, dann sprechen Sie uns an. Unser Personal hilft Ihnen gerne weiter. Frau Steine, dann gehen wir zusammen noch mal den Anamnesebogen durch. Ich erkläre Ihnen was zur Impfung. Und wenn Sie dann noch Fragen haben, können wir die auch beantworten. Wie bei jeder Impfung versuchen wir, möglichst viel über Ihren Gesundheitszustand herauszufinden, um Sie bestmöglichst beraten zu können. Die Impfung wird nach der Aufklärung von unserem Fachpersonal durchgeführt. Hier können Sie sich gerne von Ihrer Begleitung unterstützen lassen. Ich bin echt kein Spritze-Fan. So, das war's schon. Danke. So, jetzt halte ich mich noch eine Viertel bis halbe Stunde ausruhen und dann darf ich auch schon wieder heim. Hallo, was braucht ihr denn jetzt noch von mir? Guten Tag, ich bräuchte einmal alle Zettel, die Sie heute empfangen haben. Außerdem erhalten Sie hier am Checkout auch alle Daten für Ihre Zweitimpfung. Ihr verfolgt mich ja immer noch. Ja, wie war's? Es war wie jede andere Impfung, nur mit viel drumherum. Aber ich hoffe, ihr konntet euch die Abläufe gut veranschaulichen. Bis dann!